Hallo und willkommen zurück zu Bulletstorm in den Kanälen. Oder bei anderen Worten auf meinem YouTube-Kanal. Ja, richtig, aber du fängst früh an. Ich bin noch im Intro, dass ich nicht skippen kann. Wenn du das so nennst, okay, gehen wir Und ich nochmal bin in hier einem auf Schwarz. Instant-Ladescreen. Das ist doch nichts Schönes. Oh, ich habe einen neuen Helm, cool. Hast du Level 15 erreicht? Ja, stimmt. Habe ich auch eine neue Kleidung? Cool, Nein, die ist erst Kanonenfutter. auf 19. Ich bleib mal blau, wie bisher. Fanatiker Also, kann ich für meine Schuhe nehmen, okay. du sagst mir, wie das nächste Level heißt, und ich sag uns, was für Achievements es gibt. Habe ich doch gerade eben vorgelesen. Wurde auch noch ein Wiederholst Witz noch darüber mal. gemacht. Das ist einfach. Kanäle. Ja, genau. Ganz auf Stygia war das Echo. Ich bin Kanonenfutter. Crashsite war, glaube ich, das andere Echo. Hotel Elysium müsste eins sein und Villa müsste eins sein. Oh, warte, Sewer Map. Ah, Das klingt ja. nach Kanälen. Nur ein Achievement. Oh, das könnte interessant werden. Ich glaube, da brauchen wir Kann Übung. Aber ist ja auch egal. ich auf Starten drücken? Ja, klar. Ah ja, da siehst du es. Das Teil, da kommt Feuer raus, aber wir müssen es mit der Peitsche aktivieren. Und dann müssen wir die Gegner. Wir müssen die Gegner quasi durchs Feuer ziehen, damit sie brennen. Und danach löschen. Und durchs Löschen töten. Sie dürfen nicht durchs Feuer töten. Das ist der schwere Teil, habe ich gelesen. Ja, ah ja, da sieht man ja die Griffe Interessant. leuchten. Ja, da ist ja. Ah, so. Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, wie Wasser töten kann, aber wenn ich mir das so angucke, dann weiß ich es jetzt. Das ist dann wohl tödliches Wasser. Ertrinken. Wo ist denn das Feuer? Direkt unter mir? Oder wo zur Hölle soll man das machen? Also wenn ich Oh. das hier peitsche, dann brennt er auch okay. Sterben die in dieser Soße? Ja, werden hochgesaugt. Wie Hitzewallung. dead. Also ich habe gerade jemanden verbrannt. Ja, cool. Also. Wenn wir ein Achievement kriegen, haben wir es geschafft. Ich kann dir gar nicht sagen, was für Okay. Also Umgebungskills ich es hier muss gibt. ihn brennen lassen und dann hier reinfallen, oder? Wir müssen das in einer Welle mit fünf Gegnern Oder? schaffen. Ja, genau, das da ist zum Beispiel Wasser zum Löschen. Wo zur Hölle ist denn das Feuerding? Ja, da unten. Ah. Ja, da soll ich. Wo zur Hölle soll das denn gehen jetzt? Oh, warte mal, das da ist Wasser. Oh, ja, das da ist gut. Ich glaube, das hier Ah! ist gut. Kannst du ihn gleich mitnehmen. Ich weiß nicht, ob der jetzt abgefackelt ist. Ah, er ist verbrannt. Hitzewallungen. Aber ich glaube, das bedeutet, das Feuer hat ihn getötet. Oh, der da brennt noch. Ich Ja. schub's ihn mal rein. Was hast du bekommen? Oh, Hast du ich bin was bekommen? gestorben. Dennis, nein. Wir kriegen das Achievement, wenn wir das fünfmal in einer Runde geschafft haben. Du willst mir gerade sagen, das Ding hat keine andere Benennung, sodass man nicht erkennen kann, ob man es geschafft hat? Die Combo selbst? Weiß ich nicht. Steht nicht im Achievement. Also vermutlich nicht, nein. Wir machen das jetzt einfach jede Welle, bis wir das Achievement haben. Ich habe keine Liste mehr mit Umgebungskills, weil die nicht mehr notwendig sind. Oh Gott, ich kenne Wenn mich der hier gar nicht Umgebung aus. dann mal antwortet. Ja, das war dann fast Explosion. Okay, also das Wasser ist eigentlich kaum Wasser. Ja. Wir haben die eine einzige Feuerstelle, also macht es am meisten Sinn, sie die ganze Zeit dorthin zu locken. Oh, da kann man aufspießen. Okay, du Typ. Gegengift. Brennst doch. Geh da mal raus jetzt. Oh, ich glaube, wir haben noch nicht genug Gegner der ersten Welle. Wenn wir so noobig sind. Tau ziehen. Bist du. Ja, bitte. Sieh mal. Ich sterb gerade schon wieder. Ah, hab geschafft. Cool. Jetzt kommen die Torches. Die brennt doch gerne, oder?
Very good. Die Gefahren sind groß. Da kann ich gerade rein. Weg mit den blöden Fässern, die irritieren uns nur. Oh Mist, wer hat das jetzt aktiviert? Ich weiß nicht. Die Fassexplosion hat es aktiviert. Wenn das geht. Also am besten von oben da durchziehen, wenn es an ist. 20 Gegner, ja. Müssen wir leider nur bei jedem vierten schaffen. Wieso brenne ich eigentlich noch? Wieso hat der den jetzt angeschossen, Mann? Hab mich ja nicht selber löscht. Komm du mal her jetzt. Das Problem ist dieser Peitschen-Cool da und ich glaube, da müssen wir erstmal was tun. Okay, der eine brennt. Hitzewallungen, der hat's nicht überlebt. Der da. Wo fliegst du denn hin? Hä? Wieso brenne ich schon wieder? Irgendwo noch einen Gegner übrig. Hier, du dahin. Ah, er brennt, sehr schön. Falsche Richtung, da hinten wollen wir eigentlich nicht, dass er ist, aber in Ordnung. Das hier ist halt die nächste Pfütze. Ich spüre doch, dass er brennt. Wo zur Hölle ist er? Oh, der brennt. Nein. Wo ist er jetzt hin? Ja, ich dreh ihn, dann kriegst du auch nochmal rein. Und dann hat, glaube ich, die Explosion ja auch noch getroffen von dem Typ da hinten. Oh, das ist alles nicht so einfach. Vielleicht sollten wir zu der Welle, wo nur noch Mutanten kommen. Das Gute an denen ist, das sollen zwar die Schweren sein, weil sie tankier sind, aber die haben keine Schusswaffen mehr, also eigentlich voll angenehm. Freundbeschuss, nice. Freut mich wirklich. Die kommen nicht herher, man kann die ja nicht ziehen, weil das irgendwie ausweichen, oder nicht? Ja, die Revolver-Pisser, scheiß auf die. Gehen wir die nächste Welle. Oh, da ist ein normaler. Okay, der ist. Ich kill mal noch schnell den letzten Revolver-Arsch. Ich weiß nicht, ob du. Warum fliegst du denn so schräg? Warte mal, anscheinend schon gebrannt. Okay, also, das ja, Gute ist. Her. Das Gute ist, die brauchen nicht in der Luft sein, um abzufackeln. Jetzt ist er schon Hitzewallung gestorben. Der ist nicht mal weit genug geflogen. Kann man irgendwie die Peitsche ein bisschen stärker machen? Ja, aber nicht genug Schwung. Er ist auch mit Hitzewallungen. Aua. Sind die Gegner noch zu schwach? Vielleicht spielt das eine Rolle. Peitsche stärker machen? Damage her oder was? Nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass sie eine stärkere Ziehungskraft hat. Weil, also ich habe jetzt... Weißt du, ich denke mir jetzt so, ins Feuer treten und dann zurückpeitschen. Aber das funktioniert nicht. Die Peitsche ist zu schwach dafür. Das ist ja natürlich verbrannt. Ja, was soll's. Wir haben unendlich Gegner sozusagen. Wird der Part halt doch 30 Minuten lang. Ja, nicht auch bis wir das Achievement haben. Das wird der ist ja jetzt schon Hitzewallung gestorben, als sie angefangen haben zu treten. Was soll denn das? Was hält denn denn aus? Gar nichts. Ist mir ein bisschen XP zu farmen, indem du doppelte Penetration ausführst. Ich weiß, wer der einer Gegner von vorne ist. Und einer von hinten. Da ist der Gegner. Okay, 3, 2, 1, los. Sehr gut gemacht. Level up. Ich hab Spott bekommen. Mhm, sehr schön. Eine Antretung. Ist das der Spruch, den ich da auswählen kann, oder was meinen die damit? So, Peitschenaufladung verschnellert. Ja. Wow, die eine Sekunde. Ja. Die bringt's? Ja. Dann spare ich auf die nächste Sekunde. Ich will mir gar keine Waffe kaufen. Ich meine, theoretisch... Es ist ja egal, wie man sie zum Brennen bringt. Theoretisch könnten wir das auch mit dem Revolver machen. Ich habe keinen Revolver. Ja, vielleicht kaufe ich mir einen. Ich meine, logischerweise hat man hier das Ding zum Abfackeln. Eine brennt, der andere noch nicht. Oh, sehr schön. Also der ist zumindest reingekommen, aber. Ey, kannst du gefext? Du Fettsack, ey. Team Stiefenlecker. Naja, immerhin. Oh, er hat mich gerade totgeschlagen. Ein paar extra Punkte habe ich auch nichts gegen. Oh Gott, nicht du. Egal, Dennis. Wir machen das jetzt einfach so lange, bis wir es irgendwann hinkriegen. Ist ja nur eine Frage von Minuten.
Schon wieder so eine Schrufe in den Arsch. Er brennt. Sehr schöner Winkel. Wieder tot? Scheinbar, ja. Schon wieder tot! Hätte ich da hingefällt, warum, Mann? Haben wir gerade Tauziehen gemacht? Ich hab dein Seil gar nicht gesehen. Ich habe gar kein Seil gemacht, das. Ich weiß nicht, wo du laberst. Er war gerade Tauziehen, Mann. Mit dir selber, oder was? Ja, frag mich nicht. Dann Team dabei. Ja, ich dachte, Tauziehen ist immer... Ich hab's jetzt nicht gesehen, aber wie soll man das dann solo machen? Das weiß ich nicht. Ich schick dir einen. Oh, ups, die ist aufgespießt. 24 Gegner, es werden immer mehr, also mach dir keinen Kopf. Ich bin am überlegen, ob ich hier oben bleibe und sie dann runter. Mach mir aber einen Kopf, wir haben mich jetzt schon wieder umgebracht. Schrotflintenarsch, ich schick einen über... Hopp! Ah ja, von hier oben landet der eigentlich ganz gut. Oh shit, der wurde in der Decke gelandet. Da oben mit der Abspeicherung. Das war jetzt so nicht geplant. Kann ich Kuhn in dem Modus? Was genau machst du denn? Achso, du... Ja, ich lieg! Seitdem ich umgefallen bin, liege ich. Du aber nicht. Nein, nein, ich lieg noch sehr ungern. Graffiti. Okay, cool. Das sah gut aus. Aus meiner Perspektive. Ich war schon vorher gestorben, vor dem Wasser. Ich frage mich, ob das nicht ein bisschen egal ist, aber andererseits wahrscheinlich nicht. Brauchen die Tanky ja Gegner, die brennen können und nicht gleich draufgehen. Also eigentlich sind die Schrotflintentypen dann gar nicht mal so schlecht. Hier, ich schick mal einen in die richtige Richtung. Der hat keinen Helm mehr, also bitte nicht nochmal treten. Ah, okay. Geht er dann gar nicht anders, wenn man nicht trifft. Das ist voll doof. Mein Gott, ist er jetzt tot. Oh, der ist schon tot. Ich kann nicht mehr kicken. Ey, warum hast du denn jetzt gekickt? Dachte, ich war näher dran. Keine Ahnung, du hast dich an die Wand gekickt. Ich war gerade auf dem. Ich hab für die Fische bekommen. Also der ist nachweislich... Oh, der wurde gerade von Piranhas gegessen. Der brennt. Rein mit dir. Team-Hitze-Wallungen. Hopp. Oh ja, jetzt haben wir Team-Hitze-Tauziehen-Wallungen. Egal, so leveln wir schneller. Ich habe nämlich eh den Eindruck, wir sind fertig, bevor wir Level 30 erreichen. Aber halb so wild. Wenn wir das 40.000-Achievement versuchen, glaube ich, leveln wir gut auf. Ich schick dir mal jemanden. Okay. Ich wollte eigentlich das Feuer ziehen, aber dann habe ich irgendwie den Gegner gezogen. Hör auf, den Gegner zu ziehen! Ich will das Feuer! Es sind nur noch 4. Der ist gestorben von einem Kick? Hast du mich eigentlich verarscht? Wieso bist du so schnell tot? Brennt der schon? Der lebt sogar noch! Du brennst! Oh ja, jetzt ist er aber auch. Doppelte Penetration wieder. Einer von vorne, einer von hinten. Hilfe! Schieß! Ja, okay. Aua, er hat mich umgebracht. Oh, warte, ich... Er hat einfach in mich reingekickt. Lass mich nachladen, okay. Ich hab schon losgeschossen. Ich dachte, wir schießen sofort. Na, ich dachte, jetzt lassen wir uns kurz Zeit, weil das sicher nicht mehr viel aushält. Ich wollte nicht, dass er mich nochmal umbringt. Auch keine blutige Sinfonie. Ich brauche Leute, die ertrinken. Während sie brennen. Da hat übrigens noch andere Videos über den Lifesaver. Wo man ein paar Sachen damit zerschneidet. Finde ich toll. Finde ich toll? Okay. Ja. Großartig. Oh, der hat noch nicht gebrannt. Mein Fehler. Meiner? Hä? Wie das? Ja, weil ich hab nichts gemacht. So war das einer, den ich davor gekickt habe. Ja, vielleicht. Ich kick die Nahkämpfer, die zu mir kommen hier. Versuch sie wenigstens noch ungefähr in die richtige Richtung zu kicken. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen zur Hand gehen. Oh, er ist Oh, der brennt. Oh, das könnte ein guter Treffer sein. Du brennst stattdessen. Meine. Oh, ja, den will ich eigentlich nicht bei mir haben.
Ich gehe da in die Fotogruppe. Warum kann man das so schwer lenken, wo man tritt? Ja, es ist manchmal nicht einfach. Das brenne ich ja auch und ich kann mich nirgendwo löschen. Ist ja wieder verbrannt. Hör da auf zu verbrennen, Mann! Halte doch mal was aus! Die sind einfach nicht zäh genug, diese Bastarde. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Welle bisher. Oh, für die Fische und Hitzewallungen. Vielleicht hat das gezählt. Hm, ja, der ist jetzt verbrannt, den kann ich nicht mehr kicken. Das ist unfair, die sind einfach nicht zäh genug. Ja, das ist natürlich wieder zu schrecken. Ich sterbe gerade. Hm, probier mal was anderes aus. Warum fliegen die immer so schräg, Mann? Ich stehe jetzt über dem Wasser und versuche sie mal zu ziehen, ob sie dann unter mir im Wasser lang. Oder ist das funktioniert, ich glaube halt nicht. Naja, er liegt jetzt unten, du könntest ihn quasi reinkicken, wenn er noch oben wird. Ja, also, ist ja auch tot. Schon wieder doppelte Penetration. Bist du soweit? Gib mir ein Kommando. Okay, los! Gutes Kommando, danke. Das muss alles in einer Welle sein. Warum haben die einen Counter eingebaut? Hat das Achievement einen Counter? Nee, nicht, weil das ist ja in einer Welle. Mein Gott. Jupp. Sicher nicht umsonst eines der seltensten Achievements. Wir haben gestern übrigens. Einfach alle vorher. Wir haben gestern das drittseltenste Achievement gemacht, weil sich kein Schwein die Mühe macht. Ja. Ach, weißt du was? Ich hol mir jetzt mal den Revolver. Und Kapazität dafür. Ein paar Ladungen. Vielleicht krieg ich's damit hin. Weil das Gute ist, sie fangen an zu brennen und der Revolver schleudert sie ja gleichzeitig. Vielleicht kann ich sie also brennen ins Wasser schleudern. Mit einem gut gezielten Schuss. Keine Ahnung, ich fänd's aber komisch, dass wenn das funktionieren würde, warum genau wird man denn noch auf diese Map gezogen? So. Weil es nirgendwo anders die Feuer-Wasser-Kombination gibt wie hier. Und die das lustig fanden, frag mich. Du musst da rein. Oh, der ist tot. Oh, da kommt ein, auf mich zu schießen. Kommt ein Miniboss. Miniboss. Kann der auch brennen? Brennen kann er, ja. Soll er mal herkommen? Brennt er schon? Da geht er gar nicht weiter. So, warte kurz. Er muss ja dann zu uns gehen, wenn wir beide auf der gleichen Seite sind. Du bremst, er scheint nicht zu brennen. Warum ist der schon wieder ein Hitzeballer verreckt? Ich hasse das, dass sie so wenig aushalten. Du kannst ja keinen Schwierigkeitsgrad einstellen auf diesem, dem Modus, nehme ich an. Schön, du könntest übrigens. Einen Hitzeballer, weil ich darüber komme. Hast du eigentlich einen Button zum Wellenneustarten? Was? Warum sollte ich denn sowas haben? Ich hoffe, dass es das gibt, sonst haben wir nämlich bei den 40.000 Punkte Achievement. Wieso soll ich denn sowas haben? Schaust du kurz nach? Ah. Fortsetz! Nein! Nein, da ist kein Button! Warum sollte ich sowas haben? Denk mal über das Konzept des Spiels nach, das macht gar keinen Sinn! Das ist sehr komisch, weil ich eigentlich gelesen habe. Ach so! Ach logisch, nee, man muss sich einfach nur töten lassen dann, wenn man es nicht schafft. Ja, okay, das ergibt schon Sinn. Da ist ein Team Voodoo-Puppen-Typ auch. Ja, hab den Falschen gekickt. Der Voodoo-Puppe gemacht. Ja, also, ich kick ihn. Und du kickst ihn dann da rein. Wir müssen. Warte. Vielleicht locken wir ihn mal dorthin, wo es auch Stacheln gibt. Ja, keine Ahnung. Genau dort waren Stacheln, aber du hast ihn jetzt nicht mehr gekickt. Ja, der Winkel war auch nicht der richtige. Aber er ist reingeflogen, also hat er. Nein, der ist einfach nur an der Wand hier sitzen geblieben. Und hier sind Stacheln. Er ist ja, und er ist hier gestorben an der Kante, Mann. Der ist einfach nur tot, weil er ist an den Stacheln gestorben, da stand Voodoo-Puppe, Mann. Ja, aber nicht kein kriegen, weil du nichts gemacht hast. Das, als wenn das Voodoo-Puppe war. Der ja, war am Arsch. Die Stacheln gewählt. Haben einen recht großen Bereich, in den sie treffen. So, verbrennst du? Hitzewallung für die Fische. Okay, ich bin verbrannt anscheinend. Der fällt da nicht rein, das funktioniert so nicht. Du ziehst viel zu hoch da oben. Bei mir ist er da gerade im Wasser gelandet. Nein, ist er nicht, der ist da oben gelandet. Da schießt du jetzt sogar gerade runter. Was, da oben ist keiner mehr. Willst du aber nicht sagen, dass das so desync ist, dass du nicht mal siehst, wo der Gegner landet?
Das wäre ein bisschen dumm. Hat es angefangen zu brennen? Ja, Hitzewalle für die Fische. Okay, das war dann Nummer 2. Die Voodoo-Puppe hatte eine. Wo auch immer er hinläuft. Zu mir, außerdem ist das hier die perfekte Stelle. Da wollte ich eigentlich vorhin hin. Ich kick ihn und du kickst ihn dann auch. Warte, ich rutsche und du kickst ihn. Ja, au. Siehst du mal, wie einfach das hier ist, weil hier eine Mordswand ist. Hä? Wo bin ich gelandet? Ach, hier steht ja noch ein Gegner. Brennst du? Brennst du? Nein, wieso ziehst du ihn denn weg? Hm? Na, der wird jetzt ja... Oh, der landet mit mir. Ja, genau, die landen bei dir oben, hab ich doch schon gesagt, dass du dazu hochziehst. Vorhin ist einer runtergefallen. Nein, ist er nicht! Keine Ahnung, was bei dir falsch angezeigt wird. Der letzten Welle ist einer runtergefallen. Nein, ist er nicht. Hast du die beiden Punkte bekommen? Hitzewall und Fluss für die Fische? Nein. Ja, dann hat's auch nicht funktioniert. Er ist einfach tot gewesen, aber... Nein, hör auf damit, der fliegt da sicher hoch, wenn er so nah dran ist. Ich sag mal, hör auf, mir auszuweichen, geh da rein, Hitzewallung. Ja, okay, ja. Auf zum Brennen. Aber bei der Map könnte man, wenn man hier wie Team Voodoo-Puppe farmt, vielleicht auch gut auf die 40.000 kommen. Vielleicht haben die in dem Guide deswegen die anderen zwei Maps vorgeschlagen, weil sie die DLC-Maps nicht probiert haben. Das kann natürlich sein. Oh, danke. Ich wollte ihn nicht hochtreten, aber er ist hochgeflogen. Er ist leider nicht mehr gebrannt, obwohl er eigentlich das Ding durchgekommen ist. Anscheinend ist er der Letzte. Oh, da kommt noch ein Rutschgefahrtyp, ja. Ja, also, einer rutscht und einer schießt. Oder wie auch immer das geht. Also, irgendwie haben wir es hingekriegt, Frank. Ich kann es immer noch nicht einschätzen. Ja, einer rutscht und einer schießt. Macht das ja. Hm. Ja. Wieder ein Level up. Rosa Flamingo PMK. Das ist meine Schusswaffe. PMK ist die Hauptwaffe, ja, genau. Skin. Was soll ich denn jetzt noch upgraden? Die Peitsche ist auf Max. Kann ich treten upgraden, aber nur, dass es weiter wegkriegt oder so? Ich hab gar kein Geld für erhöht Schaden. Ich will keinen Schadenerhöhung. Ja, Schaden darfst du nicht holen. Hol dir auch mal einen Revolver, so nebenbei. Nein. Na gut, dann nicht. Mach einfach die Waffe stärker. Schieß ja eh nicht. Schieß ja nur, wenn es nötig ist. Gegner. Wenn ich brenne, brennen die dann auch. Die da sind einfach nicht tanky genug. Das hat einfach keinen Sinn, die verbrennen sofort. Aber da kommt ein Miniboss. Scheiß Miniball. Letzte Wallung für die Fische. Okay, das war einer. Letzte Wallung, er ist zwei nach hinten. Ich könnte. Möglicherweise sterbe ich gleich. Die anderen Gegner, ich habe noch drei Gegner und auf einmal ist nur noch einer da, an den ich treten habe. Ich bin tot. Bleib am Leben. Wieso brennst du denn? Der explodiert dich gleich. Hab ich dich erwischt? Hallo, ja. Wer ist denn vor mir? Hallo, lass mich weg! Der brennt nicht! Der brennt nicht! Brennt immer noch nicht! Jetzt auf einmal explodiert, was war denn das? Wer denn? Der Fette? Ja, der logisch, Fette! Du standest gerade vor ihm! Kannst du sowieso nicht ziehen! Den Miniboss kannst du sowieso nicht ziehen! Warum der gestorben ist, hast du den Ring um mich rum nicht gesehen? Ich habe ihn in die Luft gejagt mit dem ja, Ring. Ja, mein Gott, Alter. Ich dachte schon, dass ich vorhin wegen gekickt hatte, der eigentlich ein Fetter war. Nein, okay. Nein, das sind nur Strohflinten-Typen, keine Miniboss. Er war aber auf jeden Fall fett! Die gute Puppe lebt noch, sehr gut, lock ihn nach oben. Hast du ihn gerade gekickt, kann das sein? Ja, ich wollte den anderen kicken, der die ganze Zeit rumläuft. Was machst du bei mir? Geh zum Silber. Ich hab Bock auf dich. Ich hol ihn nicht. Gute Puppe. Ja.
War wohl irgendwo eine Stachelwaffe. Hier oben sind auch Stacheln. Ich weiß nicht, ob dir das vorhin nicht aufgefallen ist. Hier im Tunnel? Nein, ich habe nicht drauf geachtet, dass das passiert ist. Immer noch 10 Gegner. Ich brenne schon wieder. Ich bin doch gerade mal hier durch. Ja, das ist normal. Wenn man hier durchgeht, fängt man sofort an zu brennen. Deswegen brennen die auch alle. Ich war noch nicht. Also, ich habe schon gebrannt, bevor ich durch war. War das jetzt Nummer 2 von mir? Wahrscheinlich. Ja, also. Das ist schwerer als erwartet. Wir sterben viel zu viel an der Hitzefalle. Wie soll das einfach mal überleben? Ja, die sind nicht tanky genug. Wir brauchen die andere Gegnerart. Ich glaube, darauf läuft's raus. Ja, doch. Das. Aber grundsätzlich schon, wenn die so mittig stehen und man tretet sie, halten sie schon im Flug aus. Kugelkick. Ah, ja. Das heißt, du musst schießen, während du rutschst. Was? Nein. Oh, nein. Ja, jetzt ist er zu schnell gestorben, weil er am Brennen war. Das ist halt unnützlich. Wir haben gerade so die Punkte erreicht. Schau mal, 7000. Wir wollen ein Achievement, für das man 40.000 Punkte in einer Welle schaffen. Wir brauchen echt noch einiges an Übung. Brauchen wir jetzt nur Revolverladungen. Ich mach mich schneller. Ich mach mich schneller. Cool. Geschwindigkeit, das ist dir eben wert. Ja, da kann ich mich schneller hinter die Gegner bewegen. Ja, ist in Ordnung. Erinnerst du dich an die zwei Bossfights im Singleplayer noch? Keine Ahnung, wo die Gegner. Eine Bossfight ist Ivy aus Batman. Der andere Bossfight ist ein größerer Croc. Aus Batman. Okay. Naja, das war halt nur so der naheliegende Vergleich. Sag mal, brenne ich? Ich sitze doch nur hier. Ich brenne scheinbar wirklich. Feuer bis brennst du wieder Hitzefallung, Mensch. Könnt ihr mal bitte aufhören zu sterben, bevor ihr da hinten landet? Kann ich den Typen erwischen, der neben dem Ort ist? Ach ja, jetzt hat's aufgehört zu brennen. Ja, vielen sehr nett. Du erzündest es leider nicht wieder an, obwohl du daneben stehst. Ja, funktioniert so nicht. Kann man dagegen treten? Das wäre wesentlich angenehm. Da steht Peitschen, wie wir nur rechtfertigen. Da steht Peitschen bei dir? Ja. Mir steht da gar nichts. Also jetzt gerade nicht, aber wenn es nicht mehr brennt, steht da Peitschen. Dann lass mich jetzt mal kicken, das nächste Mal, wenn es nicht mehr... Oh, oh! Hallo, bist du noch da? Ja, was denn? Also du kannst dich noch bewegen, also ja, bei mir sitzt du immer noch hier in dieser Ecke. Du ja, aber ich kann mich nicht mehr bewegen und ich habe wieder den Soundbug, der gestern einmal aufgetaucht ist. Also ich kann mich nicht raustreten, das funktioniert nicht. Ja. Ich hab's aktiviert anscheinend. Ich komm wieder rein. Okay. Ja, keine Ahnung, vielleicht bist du unter dem Ding hast dich unter dem Rad eingezwängt. Würde ich das mir nicht vorstellen. Ich glaube, du musst mich einladen. Ich kann ja nicht so joinen im Spiel. Ach Mensch. Ja, ist ja so schwer. Ja, wenn du alleine machen willst, dann tust ja, halt nicht. Ja, ist ja so schwer, du. Ich bin offenes Fressen für dich, während ich das mache. Du bist also immer noch nicht zwischen der Welle? Ist die schon vorbei? Nein, ist sie nicht! So, wo sind die Gegner jetzt? Hallo? Kommt ihr runter von da oben? Ich hoffe, du hast es ohne mich ausgehalten bei all den Gegnern, die dich wollten. Kannst du brennen? Ja, er brennt. Er ist aber viel zu schräg. Ja gut, versuchen wir trotzdem. Hitzewallung? Nee, war nur Hitzewallung. Hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Das ist echt unmöglich hier, das Achievement. Ja, wenn die einfach mal länger überleben würden. Nicht mal instant verrenken. Teambeschuss, glaub ich. Hab nicht mal drauf. Also, ich hab Teambeschuss, als wenn es der Gegner ist. Das ist auch nicht vorhin verstanden. Willst du dich um den Miniboss kümmern? Vielleicht kannst du ihn ja das Unmögliche tun. Ja, meins Feuer rennt. Hä? Ich hab gar nicht gesehen, dass da ein Herausforderungstyp war. Ja, ich hab ihn gekillt, bevor du kommen konntest. Damit du beim Boss bleibst. Oh mein Gott! Er wird wirklich nicht. Oh, das ist ja. Ist ja logisch. Ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich muss wieder von vorne Punkte fahren. Logisch. Au! Oh, jetzt hat er mich umgebracht.
Ja, der Miniboss hat's also. Ich glaube aber, das sagt mehr daran, weil die anderen auf mich geschossen haben, die hier noch rumstehen. Natürlich, der Miniboss mit der Mords Minigun ist natürlich nicht der stärkste Gegner. Der hat mich einmal geschossen gehabt, weil ich ihn die ganze Zeit davon abgehalten habe. Geht gar nicht, der kickt dich doch weg. Nein, hat er nicht. Jetzt kickt er mich weg. Er war ein Präsent, da kann er mich. Wenn wir da rüber gehen, er schießt die ganze Zeit auf dich. Flieg! 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 Ja, man konnte ihn tatsächlich kicken. Flieg! Er war in dieser Fluganimation für einen halben Schritt. Ja, fliegt anscheinend nicht weit genug. Aua. Helm ist ab. Lebt aber immer noch. Flieg! 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 Ja, Miniboss. Oh, Amboss. Team Amboss. Ja, danke, dass du schon anfängst, ihn wegzurutschen, bevor ich überhaupt da bin. Ja, mein Fehler. Kann ich ihn voll erwischen? Warum läuft ihr denn nicht weiter? Was hat's denn hier für welche? Hitzewallung für die Fische. Okay. Nett, wenn ich das einfach so kriege. Jetzt die schießen auf dich, geh weg von da oben! Ich glaube nicht, brennt er? Der brennt sogar. Ja, wo ist der Hölle? Oh, ja. Ja, er brennt sogar. Rein mit dir! Mal rein. Er ist wahrscheinlich jetzt am Wand verreckt, oder? Er hat Hitzewallung bekommen, obwohl er im Wasser gelandet ist. Ja, weil er an der Wand verreckt ist, bevor er reingeflogen ist. Okay, das war meiner und erwischt. Oh, der lebt ja noch jetzt nicht. Komm rüber da, flieg an mir vorbei ins Wasser. Diese blöde Kante! Oh, aus irgendeinem Grund ist er sogar im Wasser gelandet. Ja, ich habe ihn nochmal gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen, also du warst sehr weit weg beim Treten. Ich hab grad für die Fische. So gut wie neben dir, aber okay. Töte die Fische, das ist ein Achievement. Ich glaube nicht, dass das geht. Also, du hast ihn gerade nicht erwischt. Ja, ich krieg Erfahrungspunkte, diese Welle, nice. Rotes Chamäleon für die Stiefel. Ah, okay. Scharfschützen, das ist jetzt nicht gerade die Welle, auf die ich mich freuen würde. Was hier? Meine Maus kam mir zu schnell vor, aber nein, ich war einfach nur blöd. Dann will dir einer einen Ring umlegen. Wenn das Feuer läuft? Das war nicht das Feuer. Das hier ist Feuer. Ah, natürlich spawnt er gleich ein Miniboss. Stück Scheiße. Die Sniper kommen nicht her, weil die Sniper sind. Logisch. Ja, aber wenn sie uns nicht treffen können, dann dürften sie doch eigentlich, dann müssten sie doch gezwungen sein, dazu hierher zu gehen, oder nicht? Könnte man meinen. Team Amboss, doppelte Penetration, Team, yeah. So. Bleiben die wirklich da oben einfach? Ja. Wie bist du denn da hoch? Aua, ich bin wounded. Ab in die Sauce mit dir. Tschüss. Feuer ist an. Ach, die können auch noch Kicks ausweichen. Ja, du musst reinrotzen. Ja, ich hasse das halt. So schnell wird die Peitsche sind sie natürlich auch.
Das ist nicht gerade die beste Welle für diese Aufgabe. Hä? Ich krieg diesen Typen nicht! Ist ja explodiert, ich hasse diese Leute. Ich krieg diesen Typen nicht! Versuch den mal zu erwischen! Ja, ich dreh den einfach. Wow! Geht er wieder an der Wand. So ein Gap. Ja, der macht halt immer Bumm. Mit dem Gegnertypen geht's halt genauso wenig. Außer er landet nicht an der Wand, bevor er reinfällt. Hä, warum schießt du den denn in meine Richtung? Der muss da runter. Team wurde Puppe geschafft, ist doch gut. Ja, schön, aber das will er nicht. Ich will, dass sie brennen. Hey, jetzt, warum ist mein Feuer nicht aktiviert worden? Da geht er rein. Er hat schon wieder Bomben gemacht. Was hast du gerade, der von mir gebrannt hat? Ja, ich bin feurig. Ich glaube, meine Hälfte war mit Dunkel. Cool. Du bist jetzt nicht von keiner Sport sauber. Das ist heute mal wieder eine gesunde Mahlzeit für dich. Ja, du bist schon ein bisschen. Lecker Ratte. Hey, wo sind die denn? Hör auf da oben rum zu chillen, komm hier runter. Ich mach, dass die Welle endet. Erhöht unsere Chance. Ich bin übrigens unten, hast du was falsch gemacht, Finn. Aber der Mini-Boss, der möchte mich. Ich will ihn nicht. Ja, da geht er hinten ins Wasser. Kann der Helm gefälligst abgehen? Ich hasse es, wenn dieser Kick nicht funktionieren will. Toll, hat er immer noch einen Helm. Ich habe keine Munition mehr für die Standardwaffe. Ich glaube, der wird aufgespielt, kann das sein? Oh nein, wurde er nicht. Aber er ist einfach verreckt. Hallo? Mein Gott. Diese Sniper endlich aufhören. Die halten auch nichts aus. Ja, ich sag ja, wir müssen in eine höhere Welle mit dem geeigneteren Gegnertyp. Ich schick dir einen, falls er nicht so hoch ist. Keine Ahnung. Oh ja, er lebt sogar noch. Ja, toll, aber er hat kein Feuer abbekommen. Das ja, das tut mir leid. Oh, er brennt. Nein mit dir. Nein mit dir, habe ich gesagt. Ja, er ließ sich nicht kicken, weil er aufgewicht ist. Nein, weil er verreckt ist. Ja, das ist er dann danach, ja, habe ich gesehen. Ich glaube nicht, dass er ausweichen kann, wenn er brennt. Das würde mich sehr wohl. Er ist nach hinten ausgewichen und dann tot umgefallen. Ich habe es ja aus meiner Perspektive leichter zu sehen als glaubst du wirklich, er kann ausweichen, wenn er brennt? Dein Stiefel hat ihn jedenfalls nicht getroffen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube eher, dass er zurückgegangen ist, weil er zusammengekniet ist wegen der Verbrennung. Meinetwegen. Ja, noch zwei Gegner. Wenn ich reicht, ich glaube, ich habe nur einen dieser Welle reingekriegt. Ja, dann töte ihn einfach irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo sind die denn überhaupt? Also hier ist einer. Also ich warte. Okay, du hast nicht zu viel gekickt. Mach mal. Ja, warte, wo ist das ist nicht. Muss da oben einer sein? Ja, gar nicht. Was doch da ist. Ja, jetzt kick ihn. Das könnte sogar klappen. Oh, schade, du hast ihn so getötet. Anscheinend. Ja, wie so getötet? Es war Voodoo-Puppe. Was? Wie? Es war Voodoo-Puppe, ja. Bei mir stand einfach gar nicht. Ich habe ihn getreten und du hast ihn da rein. Er hat gerade aufgehört, geflogen zu sein, als ich ihn getreten habe. Und deswegen hat es nicht mehr als deinen Kick gezählt. Okay, da. Ich dachte, du hättest ihn mit dem Kick getötet. Nein, habe ich nicht. So schnell sterben, ich krieg jetzt auch wieder nicht. Du kriegst einfach zu schwach, ich sehe schon. Gut, jetzt heißt es Leute verbrennen, ins Wasser schmeißen und gleichzeitig essen.
gleich dahin. Gut ist, Chicken Nuggets kann man ja einfach so essen, ohne dass man sie schneiden muss. Wieso sollte man, sag mal, was genau bei McDonald's muss man schneiden? Gar nichts, glaube ich. Nein! Ein Surfer brennt dir wieder. Der da ist on fire. Geh rein! Geh rein! Nein, wieso bist du wieder verbrannt vorher? Feuer los! Ist das da hinten ein Boss oder ist das ein Fetter, der mal weg? Ja. Das ist ein Miniboss. Der mit der Minigun ist immer ein Miniboss, Dennis. Okay, Sport, ja, keine Ahnung. Hat. Der andere, den ich gerade weggekriegt habe, hat auch sehr viel geschossen. Ah ja, okay, hat er das? Nein. Doch schon, hat er. Ich meine, als ich ihn gekriegt habe, habe ich definitiv über 10 Kugeln an die Seite fliegen sehen. Also hat er weiter geschossen. Das war kein Schrotflintenschuss. Glaube ich nicht, weil konstant neue Kugeln aus der Waffe kamen. Hä? Du hast ihn... Okay, aus irgendeinem Grund ist er gespießt. Ja, du hast ihn in die Voodoo-Dinger gekickt. Mag sein. Schon wieder ein Miniboss. Ja, ist den das Feuer auf den Hä? Oh, er ist einfach tot umgekippt. Nein, ich habe gar nichts bekommen. Der ist tot umgekippt, als ich ihn kicken wollte. Aua. Ich habe ihn also nicht mehr gekickt. Ich bin verbrannt. Sicher. Du bist keiner, den ich kicken kann, oder? Oh mein Gott. Ich sag! Denk mit deinem Kopf. Was ist er denn jetzt? Ja, wer denn? Schon was? Tot? Ja, wer denn? Da war doch nur der Fette. Ja, der Miniboss ist nicht mehr da. Ja, der war easy. Einfach despawned. Ja, der war easy tot, Mann! Ja, sag das im Singleplayer, wenn du 3 davon hast und dann noch verschiedene Typen und nicht nur die Standard-Minigun-Variante. Wegen dir brenne ich noch. Nein, jetzt ist er wieder in Hitzeverlung gestorben. Man können die aufhören zu sterben, wenn sie gegen die Wand krachen! Ja, bei dem Explosiven kannst du es vergessen. Der war nicht explosiv! Dann weiß ich es auch nicht, Mann. War einfach nur ein Low Bobby. Jetzt ist der auch wieder nicht selber gestorben, nur weil ich zweimal gekickt habe. Mein Gott, ich muss den umorientieren. Und das wird er dann nicht reingeflogen. Hopp. Das sieht gut aus. Oh, wow, wow, okay. Du hast ihn einfach in der Luft geblockt, indem du gegen ihn gerannt bist. Das ist auch witzig. Hä? Ich war, glaube ich, nicht vor ihm, aber okay. Haben wir überhaupt über den gleichen Gegner geredet? Ach so, du willst, dass ich ihn reinkicke, anstatt... Nein, es geht mir nicht um den. Ja, keine Ahnung, das wurde angezogen. Ich rede immer noch von dem vorherigen. Hä? Wer hab ich denn jetzt auf einmal vorwärts geschossen? Jetzt ist der schon wieder gestorben, Mann! Nicht die Explosion. Der brennt, rein mit dir. Okay, toll, jetzt haben wir Stiefellecker bekommen. Wir dürfen nicht beide treten. Jetzt überlebt er dann nicht mehr. Warum halten die nichts aus? Hast du es gekriegt? Für die Fische und Hitzeballungen beides, ja. Das ist mir gezählt hat. Noch 6 Gegner, das wird nichts, diese Welle. Brennst du? Ah, oh, der hat dich gekickt. Ja, gekickt. Schau mal, wie gut ich den gezielt habe. Ja, er brennt und er ist gegen die verdammte Decke. Und den anderen hast du auch gespielt. Auch gut. Brennst du? Ja, geh rein. Hinter dir ist noch ein normaler. Gibt's Top. Der, oh, zu knapp geworden. Kugelkick. Oh, das ist der letzte, aber... Okay, nochmal kicken. Ja, egal. Ja, immerhin haben wir noch keine Probleme mit den benötigten Punkten. Das ist mir ehrlich gesagt sowas von egal eigentlich gerade. Naja, ich würde auch... Naja, gut. Ich glaube Level 30 schaffen wir tatsächlich, bevor wir alle Achievements haben. Das dürfte nicht das Problem sein, du hast recht. Kanonier? Nein, bitte nicht. Den will ich jetzt echt nicht sehen. Dann stelle ich mich wieder hier runter. Oh, Dev. Was isst du denn da? Bist du eigentlich dumm? Pommes? Was? Isst du nur Chicken Nuggets ohne Pommes? Ja, das sind 20 Ding. Und du benutzt kein, na wie nennt sich's?
Ketchup. Ja, Barbecue-Soße, du. Aua! Mein Gott, Alter. Mal. Kam, ist da gerade was eingeblendet gewesen? Nee, hab ich nur eingeblendet. So Mist. Oh, du bist tot. Hi. Willkommen zurück. Sag mal, warum ich Aua gemacht habe. Das ist gar nicht so genau. Ja, aber ich sterbe deswegen. Gute Puppe! Oh, ups. Oh, er brennt vielleicht, wenn wir ihn losschubsen. Oh, nee, da ist ein Kanonier. Hast du für die Fische mit hineinbekommen, der reingeflogen ist? Ich hab für die Fische und Hitzeballungen gerade gleichzeitig auf meinem Bildschirm. Also, ich nehme an, der hat gezählt. Ist das Boss, der mit der Bombenkanone schießt? Ja, der war sogar auf dem. Das heißt also, das da kann ich nicht machen. Nein, kann er ja. Definitiv nicht. Ich hab Graffiti bekommen. Nice. Wie Kugeln hält der denn aus? Na viel, ist ein Miniboss. Was erwartest du? Möglicherweise mehr als der andere Miniboss, frag mich. Weiß ich nicht. Hat er gerade nur seine Armor verloren, er ist nicht auf Boden jetzt. Hat er einen Rucksack? Der hat keinen Rucksack, oder? Falls doch, musst du auf den Rucksack. War aber, glaube ich, könnte sogar der sein, der einen Rucksack hat, ja. Ich habe jemanden ins Wasser gekriegt, aber bin dann umgefallen. Da stand keine Pumpe mehr da, also keine Ahnung. Das ist... Also der ist verbrannt. Ich sterbe gerade scheinbar. Ich höre sogar einen Puls. Schalt die Lichter aus, wir gehen auch ein. Jetzt habe ich wieder einen ins Wasser getroffen. Warum bin ich jetzt umgefallen? Bin ich einfach nur verbrannt oder wie? Ich war eigentlich weg vom Feuer. Man kann nicht mal unten durchrutschen, ich brenne trotzdem. Ich meine, einerseits ja hilfreich, die extra Reichweite. Hitzewanne, oh, habe ich bekommen. Der ist an der verdammten Wand hängen geblieben. Genau, der ist an der Wand verreckt und deswegen hasse ich diese Wand. Das Loch ist einfach nicht groß genug. Machen wir eine Voodoo-Puppe oder lassen wir den Scheiß? Ich zieh ihn mal her und du kannst ja mal... Ich wollte ihn gerade eigentlich wegtreten, aber okay. Ziehst du ihn mal weg. Ja, toll. Hat er nicht das gemacht, was ich wollte. Hat du ihn weggezogen. Oh mein Gott, natürlich bin ich schuld. Hier oben ist einer und du schießt auf den Rucksack. Ja, nur, also von meiner Position her glaube ich schon, dass er drin gelandet wäre, wenn ich ihn erwischt hätte. Aber habe ich halt nicht, weil er weg war. Kannst diese Bälle übrigens zurücktreten. Probier's mal aus. Aber eigentlich müssen wir den Rucksack erledigen. Ich umkreise ihn mal, damit ich hinter ihm bin. Okay, ja, was mache ich dann? Wenn mir der Rucksack kaputt ist, dann... Ja, dann schieß ich drauf, ja, oder was? Ja, dann ist der Gegner schneller tot. Man kann diese scheiß Helm jetzt nicht erwischt, oder was? Er ist tot. Irgendwas haben wir richtig. Irgendwas. Ich glaube, ich brenne. Aber die auch. Teamhitzewallungen, die ersten zuletzt. Voodoo-Puppe, alles auf einmal. Ich bin tot. Bleib am Leben. Wenn du brennst, hol mich zurück. Jetzt ein Gegner und wir sind bei 1 von 5. Vermutlich. Ach Leute, ist die Voodoo-Puppe da ganz hinten weggeflogen. Ja. Oh, servus, ich wollte dich gar nicht ziehen. Aber... Es gibt ein Achievement dafür, ein Echo zu schaffen ohne Skillshots. Es ist unmöglich. Du musst ein Level finden, wo du durchlaufen kannst, weil wenn du nicht schießt und niemanden tötest, dann schaffst du es. Anders ist es einfach nicht mehr machbar. Ich meine, versuch's mal. Nur töten ohne Skillshots? Die kriegst du ja vollautomatisch zum Teil. Oh shit, ich bin fast tot. Komm, steh auf. Ich bin tot, stell mich auf. Der fliegt so hoch, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, der ist tot. Komm hier rüber. Ja, kick den da rein. Sehr schön. Der fliegt gut, glaube ich. Ja, er hat mich verbrannt. Pass auf! Oh Gott, er wollte sich gerade in die Luft jagen. Wir haben Rutschgefahr geschafft, aber nicht doppelt. Achso, also du hast Rutschgefahr geschafft. Ja. Noch 6 Gegner, könnte reichen. Ist sich das so unmöglich? Nein, ich will den Typen! Komm zu mir jetzt! Okay, sehr gut. Toll. Ich glaube, der Gegner hat irgendwie weggeschossen. Oh, der eine ist hier an den Stacheln. Der brennt, der fliegt rein für die Fische und Hitzewaler. Oh, nice. Bei mir ist der despawned. Gegner können despawnen.
laberst du eigentlich? Du hast ihn gekechelt und er ist vor diesem anderen verbrennenden Typen hier gelandet, aber dann hast du gesagt, er wäre da drin gewesen. Du hast die Punkte bekommen. Bei mir war der an der falschen Stelle. Achso, der brennt schon. Ja, der mag sich nicht mehr bewegen. Jetzt ist er wieder Schädelwelle gestorben. Du hast Punkte bekommen? Ich dachte, ich habe ihn gekickt. Na gut. Ein Gegner, Kugelkick. Kick hier nicht, Schieße. Das ist nicht kicken. Doch, das war Kicken. Ich muss gerade nachladen, sehr merkwürdig. Okay. Ah, er ist gestorben, als ich nachladen musste, ganz gut. Hast du die nachladen? Ja, mein Magazin ist halt nur auf 30. Du hast nicht mal eine Waffe, ich glaube. Ja, aber ich dann auch extra wechsle. Ist das nicht schneller? Wahrscheinlich schon, ja. Wann kommen die Mutanten? Gibt keine. Muss es geben. So, ich brauche mehr Verteidigung, ich muss mehr überleben. Muss mehr brennen können. Ich habe jetzt maximale Verteidigung. Du wirst umzingelt von Axtträgern. Es sind so viele, kick einfach und hoff aufs Beste. Ich ja. Habe Retter bekommen. Hast du schon welche bekriegt? Weil du hast auf jeden Fall schon ein paar reingekriegt. Ja, hier steht's auch. Also mindestens einer, könnten zwei sein. Cool, es brennt nicht mehr. Nett. Vielleicht jetzt. Oh. Miniboss. Wir müssen weg, der Miniboss. Will der Helm nicht abgehen? Einmal kicken müsste doch reichen. Ist da was verbuggt oder was? Jetzt steht er schon wieder und ich sterbe gerade. Der erste Megalith. Ja, so wie er jetzt gerade ist. Und ich kicke dagegen und es passiert nichts. Ich hol dich zurück, probierst du. Und es leuchtet, so wie jetzt. Also was soll das? Naja, hast ihn wohl irgendwie enthaupten können. Guck mal. Ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich. Oh wow, ich habe gerade einen sehr gut gekickt, aber er... Mein Gott, jetzt bin ich wieder tot umgefallen. Ich weiß nicht, ob die Punkte zählen, wenn ich tot umfalle. Klar, sieht sie doch. Nein, oh, tut nein, man nein, eben nicht! Du, ah. Deswegen sage ich das, weil man sie eben nicht sieht, wenn man tot ist. Spielen wir Ball? Oh shit, hab's nicht, hab's keine vergeigt. Wie geht das? Hab das Zurückschießen vergeigt. Gib mir einen neuen Ball. Oh, okay, dann ist das mein Rucksack. Jetzt hat er keinen Rucksack mehr. Gut gemacht. Wie geht das Schleudertrauma bei dem? Keine Ahnung. Ritt des Todes, auch cool. Keine Ahnung, wie man Schleudertrauma bei einem Boss macht, sorry. Ich weiß nicht mehr, wie man das bei einem normalen Gegner macht. Ich hasse es zu brennen. Geht alle da weg? Hab ich ein paar Fische? Nee, ich glaube, ich habe keinen einzigen Fisch, weil die alle vorbereitet sind. Willst du den zusammen abballern? Oh, toll, ich hasse den, der explodiert. Maste, Schitzewalle und Rettung, da war kein für die Fische dabei. Oh, krass, was du alles bekommen hast. Geht rein, geht rein, geht rein. War auch kein für die Fische, Mensch. Ein Gegner? Okay, dann nächste Welle. Stiefel lecker. Wie stark müssen die eigentlich werden, bis sie nicht zu schnell verrecken? Ja, ich kann ihn gerne kicken. Wir müssen ihn, glaube ich, gleichzeitig kicken oder einfach mehrfach kicken, bis er tot ist. Keine Ahnung, kick einfach. Herausforderung nicht gemeistert, ich weiß nicht, was passiert ist. Graffiti. Ah, okay. Ja, ist die Blutlache an der Wand.
unmöglich ist. Natürlich ist das unmöglich. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Spazieren sich nie richtig. Halt nichts aus, wenn sie mal reinfliegen. Ja, natürlich dürfte da nichts erwarten, muss ich sagen. Ich glaube, ich höre einen Miniboss irgendwo. Das war eigentlich gerade gerade. Ja. Na, ich kann halt nicht direkt unterm Feuer stehen zum zum Kicken. Hast du nicht? Nee, in der Regel nicht, nein. Komisch, das mache ich nicht sehr oft. Kommt ein Ballfreak. Aua. Hey, lass mich doch die Bälle treten und nicht instant explodieren. Aua. Team Ambos, cool. War schon längst weg. Doch. Ach echt? Ich habe vorhin gesagt, ich habe angefangen zu brennen, als ich durchgerutscht bin. Also vielleicht, dein Timing war halt vielleicht gerade ganz gut, aber ich habe gerade gesehen, wie du angefangen hast zu brennen, aber auch im Rückweg. Pass mal auf. Ich krieg von hier oben wen runter, aber irgendwie fliegen die nicht so gut. Nein, das ist ja schon tot. Hör auf zu verrecken. Ich bin der ist gut. Ich brauche unsterbliche Gegner. Aua. Ich kann gerade Boot gucken, auch nicht schlecht. Siehst du meine Leiche? Okay. Ja, ist doch auf der Straße. Ja, ich konnte Boden gucken, deswegen. Hab ich das verwirrt. War der brennt? Hitzewallung für die Fische. Für die Fische und Hitzewallung sogar im Team. Nice. Noch cooler geht's ja gar nicht. Hitzewallung für die Fische. Das ist also schon zwei. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das für uns beide zählt oder ob es jeder einzeln machen muss. Das könnte natürlich ein Problem sein. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Und hier die Gegner. Hier geblieben. Ja. Und da rein. Hat er auch nicht überlebt. Mein Gott, hört doch mal auf, so neben mir zu sein. Letzte Wallung. Out. Bin tot. Du stirbst ja, okay. Auch gleich. Ja. Hitzewallung! Immer nur Hitzewallung, hört auf zu heizen. Ihr sollt mehr als nur heizen, ihr sollt auch fischen. Hitzewallung? Immer noch Hitzewallung, Mann! Nach dem zweiten Tritt sind die quasi schon so gut wie tot, das ist voll bescheuert. Willst du mich mal was ausprobieren lassen, dann muss das Feuer aber aufhören. Und du darfst keinen Gegner mehr anrühren. Okay.
Oh, der brennt schon. Okay, der war sowieso ein Explosiver. Okay, du da, du bist jetzt das erste Opfer. Mm, okay, nein, die Zielsicherheit mit dem Ding ist nicht ausreichend. Ja. Das kann man wohl dazu sagen. So wie zu dem Plan. Aber stellt mir hier das Kalkan sein. Es funktioniert nicht mit dem Revolver, weil die einfach nicht geradeaus fliegen wollen. Hat man quasi komplett vergessen. Ah gut, also wir müssen es mit dem Feuer schaffen. Töt ihn einfach irgendwie. Aber Taui! Was hast du? Ja, wir haben einen Taui! Ein 10 Taui von mir aus, aber... Okay, weiß ich echt nicht, was das ist, aber gut. Du hast die ganze Zeit auf die Punkte geschaut. Jetzt hast du nicht auf die Punkte geschaut, oder wie? Dennis, als du das gesagt hast, war ich gerade schon in der Verteilung der Punkte am Ende der Welle. Willst du mich gerade verarschen? Nein! Gab es Bolster vor mir? Wie macht das Sinn? Ich weiß nicht mal, was ich upgraden soll. So, wenn jemand direkt hier steht, dann könnte ich es schaffen. Gib mir mal so einen. Ziel zu schnell, fick dich, ich brauche einen anderen. Oh nein, nicht der! Hallo, aktivier den Scheiß doch! Du bringst jetzt Feuer, geh ins Feuer! Natürlich kriegst du mal, ist er wieder eine Sniper-Welle oder was? Welt des Todes und bumm, cool. Keine Ahnung, was für eine Welle es ist, aber es kommen noch keine Mutanten. Ich weiß nicht, wovon du immer redest. Von Gegnern, die nicht schießen und die tanky sind, weil sie nur sterben, wenn man ihre Schwachpunkte trifft. Die roten Bläschen an den Füßen. Sozusagen. Kann man die steuern? Klar kann man die schleudern. Das heißt, das ist die perfekte Gegner für was wir gerade machen. Ich glaube schon, ja. Deswegen hoffe ich, dass die bald mal kommen. Wäre der Witz, wenn es die hier nicht gibt. Fische. Oh, du hast es geschafft? Okay, nice. 1 von 5. Der stirbt vorher, der sagt. Also wenn hier ein ganz fresher Gegner mal zu mir kommen würde, die wollen alle nicht, die schießen einfach alle. Dann versuche ich es nämlich mit dem Revolver nochmal. Oh, der ist an Hitzeballungen gestorben, obwohl er ins Wasser ist. Ja. Sehr gemein. Dann ist er wahrscheinlich wieder an der Wand abgefallen, du hast das nicht gesehen. Der Wand? Nein, er ist doch... Hä? Wir haben doch schon established, dass wir haben einfach keine Filter, Punkt. Wir haben doch schon established, dass wir D-Sings haben. Das ist meine Welt. Ja, du hast, ich meine, klar, kann natürlich auch sterben, bevor das Wasser offiziell berührt. Bei der doppelten Penetration mit. Was willst du? Doppelte Penetration, Dennis. Jetzt brennt er, ich schieß schon mal. Herausforderung nicht gemeistert, schade. Wir sollten uns dieses Mal ranhalten, sonst schaffen wir die Welle gar nicht. Egal. Warum ist denn der Gegner, der gerade da war? Warum ist der auf einmal mit ihm hier? Komm her! Rennst du? Ich hoffe schon! Landest du da drinnen? Nein, du landest da ganz oben. Jetzt zur Wallungen und Kugelkick im Team. Anscheinend hast du draufgeschossen. Ja. Hat ihn nicht runterdrücken können, so viel kann ich dir sagen. Hä, wo ist der gelandet? Hallo? Hast du gerade nicht jemanden gekickt? Wo ist der? Ja, der ist gerade gestorben. Komisch. Ja, ich wollte eigentlich drauf schießen.
Ziel zu schnell, Alter. Bei mir stand, das Ziel ist zu schnell. Der ist gerade umgefallen. Ist der nicht aufgefallen? Nö, er ist gut ausgewichen. Tau ziehen, das ist ja einfach dann. Wenn es einer wäre, den man ziehen kann. Ja, ich habe ihn gerade gezogen. Mist, ich glaube, er stirbt. Er lebt sogar noch, okay, wir könnten es noch machen. Ups, jetzt doch nicht mehr. Schrotflintenarsch. Kannst du mich wiederbeleben? Bist du tot? Lebst doch! Was zur Hölle? Ich extra von meinem Feuer, von meiner Feuerstelle weggegangen, nur weil ich dachte, du bist tot. Es war auch knapp. Nein, es ist der. Oh mein Gott, ich hasse es, dass sie nichts aushalten! Ich will's lieber Hard Mode. Ich will nicht Hard Mode! Ich will einfach, dass ich die da reinkicken kann! Also mehr HP, aber weniger Damage. Ja, das klingt gut, ja. Das Feuer könnte bitte auch weniger Damage machen, weil das nicht das auch umbringt, nicht mehr aufgeschaltet. Ja, verstehe ich. Hallo! Was? Du bist meinem Rutschen gerade ausgewichen und dann verreckt. Wir haben Team Hitzewallungen geschafft, weil ich drauf geschossen habe, fällt als Team. Warum ist das die letzte Chance? Also eigentlich ist das jetzt schon ein Problem. Kannst du ihn hochkicken und ich ziehe ihn von der anderen Seite gegen die Wand hier? Ja, hast du ihn. Als ob, wir haben es geschafft. Dennis, schau dir das an. Das hat. Nur weil wir das geschafft haben, haben wir die Welle noch geschafft. Wir hätten sonst nicht genug Punkte. Also danke für deine Anstrengung. Galpas. Oh Mann, sag mal, gibt's die hier einfach gar nicht, die Gegner? Das wäre der Witz. Gibt nur die Schießenden. Vielleicht gibt's die Gegner gar nicht im Anarchie-Modus. Dann würde ich heulen. Gut, was skill ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Meditation bringt auch nichts, da fliegen die 10 Kilometer in die Luft, aber was bringt mir das? Kauf dir einfach Munition und Ladungen für deine Hauptwaffe. Oh, das Ding ist explodiert. Okay. Zeit aus, ja. Also mein neuer Plan ist, immer noch den Revolver zu benutzen, aber die Gegner müssen schon direkt hier stehen, damit sie nicht in die falsche Richtung fliegen. Boom. Für die Fische Blindgänger. Also auch nicht ganz. Oh shit, muss es das Feuer sein? Für das Feuerding? Ja. Aber die Frage ist... Naja, ich dachte eigentlich, dass du dir schon sicher warst, dass es das nicht sein musste. Also einen haben wir schon mal. Naja, also die Herausforderung von dem Feuerding ist halt individuell zu dem Feuerding. Aber die Frage ist, muss es die Herausforderung überhaupt sein oder müssen sie nur brennend für die Fische? Weil das steht halt nicht da, dass es die beiden Herausforderungen gleichzeitig sein müssen. Ja, ich dachte eigentlich schon, dass es das sein muss. Ich meine, wenn es mit dem anderen Ding geht, dann würde das doch auf der Guide-Seite stehen. Oder bist du auf keiner Guide-Seite, wie das so ist? Ich bin auf keiner Guide-Seite, ich lese nur, wie das Achievement heißt. Und dem sein scheiß Helm will wieder nicht abgehen. Hallo, kick ich die falsche Seite an oder was? Ja, ich geh mal anders hin. Oder an. Nee, mach es so. Ich geh nirgendwo hin. Ich bleib hier und sterbe. Ja, kommt mir wie eine gute Stelle vor zum Sterben. Dann suche ich mal nebenbei. Du musst auf der Seite kein Geld dafür. So, Moment, doch, gibt's sogar. Hitzewallung, mein Gott, zu früh verreckt! Nach vielen Stunden des Versuchens und des Nicht-Hinkriegen, beide Skillshots zu schaffen, sogar 14 Runden ohne Glück versucht, habe ich einen Weg gefunden, der immer funktioniert. Der Schlüssel ist,
die Gegner durch das Feuer zu dir zu ziehen und sie dann ins Wasser zu kicken. Das sollte immer klappen, selbst für den schwächsten Gegner mit der niedrigsten Gesundheit. Du kannst es in der ersten Runde schaffen. Wenn die Runde startet, stelle ich direkt ans Wasser. Schau, von welcher Seite die Gegner kommen. Wenn sie von links kommen, stell dich rechts hin und anders. Okay. Ja, keine Ahnung, irgendwas. Wir sind zu doof. Also ich hätte gerne eine Welle mit tausenden von Gegnern, aber halt nur leichten Gegnern mit viel Leben. Ich hab's einmal Hallo. Bekommen. Miniboss. Ja, da kein Miniboss, würde ich dich gar nicht zurückholen. Es sind eh nur noch zwei. Ja, Gegner. Ich hasse diese Minibosse. Ich hätte gerne nur Gegner, die ich treten kann. Den kann ich nicht treten. Und kriegst du den Helm ab? Also bei mir sind noch dran. Im Singleplayer brauchst du dafür einen Versuch. Oh, okay, hat geklappt. Nach 100 Jahren. Wir haben einfach die falsche Position. Ist einfach so. Ja, genau. Ich hatte im Singleplayer nie Probleme damit. Und hier ist die Position jedes Mal falsch. Nicht genug Punkte. Oh, ja. Stolz. Wollte sich das verrecken nicht richtig hinstellen. Ja, okay, okay, ich hab die Waffe auf einen Schlag und mach's ab, okay, auch mit. Ich bin dafür, dass wir das Solo versuchen. Ist das dein Ernst? Und du glaubst wirklich, das ist einfacher? Ja. So leicht wie wir sterben. Ja. Na, du denkst nicht, dass das Spiel deeskaliert, oder was? Glaubst du, das Feuer wird schwächer? Ah, das bist du, okay. Ja, versuch mich bitte nicht zu kicken, danke. Okay, einmal bekommen. Okay. Der ist jetzt der Also die Minibosse, die hier oben kommen, also. Der hat nicht mehr gebrannt. Oder noch. Obwohl das Feuer gerade angefangen hat? Nö, der wurde nicht mehr gezündet. Der hat nicht gezählt, da hat er das in die Wand geflogen. Der ist einfach verbrannt. Weißt du, das stirbt einfach beim Drehen. Das ist doch gemein. Aber du hast gesagt, ja. Anziehen und dann treten, während er voll. Das geht doch gar nicht. Also ich meine, die sterben ja schon vorher. Gieß sie durch Feuer, damit sie eben nicht so schnell verbrennen. Ja, wie jetzt? Das war daran jetzt nicht zu verstehen. Nein, ich verstehe es nicht. Wenn die schon im Feuer stehen, dann. Also, ich verstehe die Logik nicht, okay. Das ist überhaupt nicht. Kriegst du Feuer während des Fluges? Ja, kriegst du.
Oh, das ist wieder so ein Fehler. Warum hast du denn den anderen Gegner getötet? Den hättest du ja gar nicht töten brauchen. Ich hab auf den hier geschossen. Ja, warum schießt du denn, wenn der in diesem Deckungs... Also wenn der so unten ist, glaubst du, kannst du ihm wirklich noch Schaden machen? Ja. Dachte ich eigentlich nämlich nicht. Ich frag mich eher, warum soll mein Schuss den nicht getroffen hat, sondern den dahinter. Und normalerweise kriegt man dann einen Durchschuss, was schwer zu erreichen ist. Wow, ich habe ihn rangezogen ins Feuer und habe ihn dann getreten. Der ist verreckt. Und war ja auch nur ansatzweise in der Nähe war. Ja, du sollst... Du stehst ja auch falsch. Du musst direkt am Wasser stehen. Ja, das ist doch scheißegal. Nur weil die Distanz kleiner ist, erleidet er dann weniger Schaden von meinem Tritt, oder wie? Macht das nicht Sinn? Um den Schaden durch den Tritt, sondern dadurch, dass er nicht so lange brennt, also nicht verbrennt. Der... Du, wenn der von links nach rechts einmal zweckt durchs Feuer... Also... Ich, nein, das macht einfach keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass er dann kürzer brennen würde. Dennis, 65 Punkte. Das schaffen wir nur, wenn wir das jetzt zusammen hinkriegen. Also, schieß. Doppelte Penetration hat er gegeben. Okay. Okay, wir haben nicht die Herausforderung geschafft, aber es hat gereicht. Ora! Oh, darfst den nächsten Miniboss dir noch anschauen? Ich geh. Boah, das ist mir so scheißegal. Ey. Ich brauch keine Minibosse, ich brauch Gegner, die ich kicken kann. Gehen wir es weiter. Und die mal was aushalten, ganz ehrlich, ich brauch einen Gegner, der 20 Kicks aushalten kann. So ein Willig. Ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll von Geld. Mal eine zweite Waffe ausprobieren. Die hilft dir jetzt natürlich nicht für deine Mission, aber. Du bist ein Vollidiot, weißt du das? Okay, danke. Ja, du verlässt einfach. Ach so, darauf beziehst du dich, dann hast du es also gesehen. Ja. Ja, vielen Dank. Weißt du, das Ding ist, es ist der Partner komplett sinnloser, wenn ich es geschafft habe. Übrigens bin ich jetzt schon verreckt. Ja. Merkt man alleine, ist das vielleicht nicht optimal. Was heißt denn nicht geschafft? Wir haben. In den anderen Parts haben wir auch nichts weiter gemacht, außer Environment Kills gesammelt. Wir haben, hier ist es halt ein bisschen schwerer. Wir haben das Achievement vorangebracht, was es da gab. Oder nicht? Ja, das mag sein. Ja, genau. Das war ein Erfolg. Gott, sterben die schnell. Ja, nicht so einfach. Und die scheiß Peitsche lässt mich nicht ranziehen. Für ewig lang. Ja. Wenn du meinst, deine Strategie funktioniert so gut, sag mir, wenn du es hast. Ja, ich bin halt kein Profi wie der Typ, der das 100 Stunden gemacht hat und es dann an der ersten Welle hingekriegt hat. Der Guide-Typ hat nichts davon geschrieben, ob wenn ein zweiter da ist, der das auch bekommen würde oder ob das jeder individuell machen muss. Warum sollte der im Coup gespielt haben? So, das ist der Multiplayer-Modus. Ich hätte schon erwartet, dass er vielleicht eine Anmerkung dazu macht. Das ist der Modus, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob man den auf die Maxi-Welle schafft, wenn man alleine ist. Ich glaube, dass man für Welle 20 sowieso 4 Leute braucht. Ja, also. Also, wenn man den... Aber es gibt keine Mission, 20 Wellen zu schaffen. Also hat sich einfach wahrscheinlich kein Mensch gedacht, oh, ich muss das jetzt schaffen. Dann alle nur YOLO hauptsächlich. Ja, schön für dich. Ich lebe noch, aber ich bin auch in der ersten Welle. Etwas einfach. So. Der. Hi. Ich bin jetzt alleine. Und es ist jetzt ein bisschen später. Ah ja. Nein.
Jetzt geh halt an, du Scheißteil! Ich weiß jetzt nicht, was das wieder war, weil das total unfair war, weil ich einmal einfach das scheiß Fass erwischt habe, anstatt dass er eigentlich erwischen will. Warum ist es denn einfach so verdammt nochmal schwer? Ich habe vorher zwei hintereinander richtig erwischt. Jetzt quasi so überhaupt nicht. Und meine Peitsche ist immer noch nicht da. Mein Gott, Alter. Peitsche ist noch nicht da. Ja, dann ist die Peitsche da und da sind 50 Gegner neben mir, damit ich nicht das treffen kann, was ich treffen will. Sehr schön, danke. Wenn ich einen Gegner mit meiner Peitsche erwischen will, tue ich es natürlich nicht. Cool, cool, cool! Ich habe mir ein YouTube-Video angesehen, er hat es eine Welle fünf gemacht. Das ist Welle 1. Das ist vielleicht einfacher, weil man da. Oh, nett. Zu weit hoch. Was soll das? Das ist sowas von unfair. Warum seid ihr alle da oben? Und daraus erwische ich euch doch gar nicht gescheit. Dann geht ihr so bescheuert durch die Gegend, dass ich euch nicht treffen kann. Mensch. Ist das wirklich ein Wellenspiel? Warum kriegt man nicht so Geld, wenn man stirbt auch? Das wäre doch eigentlich ganz nett. Dann wäre das ein bisschen simpler zu machen. Ja, nett. Warum ist er verreckt? Ja, weil er gegen die Decke geflogen ist. Weil man dann natürlich verreckt. Nett. Ja. Kein Gegner für die Kriege. Wieder rein. Nein! Schon wieder an der Wand verreckt. Ich hasse diese Hurensöhne. Wieso sterben die immer an der Wand? Wieder rein. Ich hab gesagt, da rein. Warum ist es so schwer, einen Gegner auszurichten? Der sieht schon wieder an der Hitzewallung vorher verreckt. Der ist wieder an der Hitzewallung vorher verreckt. Ich kann es gar nicht glauben, wie oft die an der Hitzewallung vorher sterben. Nett. Ist natürlich wieder falsch geflogen. Und natürlich dann wieder an der Hitzewallung vorher gestorben. Scheiße. Tja, für die Fische natürlich. Klar, natürlich fliegen die zu hoch. Hmm.
Schüsse wieder viel zu hoch! Wie zur Hölle soll ich den nicht so hoch schießen, du Sack? Wie? Nein. Ich verstehe nicht ganz, warum die Wartezeit zwischen den Runden eigentlich nicht optional ist. Ja, welchen Sinn hat es denn, das Profil von einem anderen System, den ich gelernt habe, heute? Wieso ist das eine Funktion? Okay, ich habe mehr Punkte bekommen allgemein, wenn ich alleine bin, scheint. Vielleicht habe ich ja in der Welle, wer weiß. Wahrscheinlich wieder nicht, weil das Spiel asozial ist. Manchmal hasse ich es. Okay, also ich habe es einmal, glaube ich, geschafft. Jetzt habe ich noch 17 Gegner, die anscheinend gar nicht hier runterkommen sollen. Das ist schneller, oder? Oder du bist schneller. Das ist irgendwie ein bisschen an Jungle so. Ja, und natürlich halte ich so wenig aus, dass er an den Knall gegen die Wand selber schon weggeht. Geh weg! War das für die Fische? Nein, war es nicht. Das war irgendwas anderes in F, glaube ich. Ey, 5 Milliarden solcher Schießer! Geht bitte weg! Ihr lässt mein ganzes Bildschirm vibrieren! Natürlich fliegt er dann wieder zu hoch, weil zweimal treten ja zu viel Schwung bringt. Und ich kann ja auch nicht springen oder sowas. Ja, dann könnte ich mir gezielt treten. Weg. Klar, nächste Mal im Feuer sterben. Keine für die Fische, weil er natürlich wieder vorher verreckt ist. Wieder vorher verreckt. Wieder vorher verreckt. Also diese Gegner im Spiel, die rasten, bringen einen so zum Ausrasten. Sie sterben immer und immer und immer vorher. Die sterben schon, bevor ich überhaupt bei ihnen ankomme. Ich will nicht, dass die Profil öffnet. Wieso kann man das mit Leertaste?
bescheuert. Das ist definitiv eine bessere Welle, wenn Soldaten kommen. Ja, nett. Der meint das. Doch mal wieder warten. Und warten. Weil der Spieler einen immer ewig warten lässt. Ja klar, stirbt wieder vorher. Ja, was kann ich denn dafür, wenn ihr alle von der Seite kommt? Wieder vorher gestorben. Wieder vorher verreckt. Ja, okay. Wie viel habe ich jetzt getötet? 10? Keine Ahnung. Kein einziger hat funktioniert. Weil alle meinen mussten vorher zu sterben. Ja, und der Gegner meinte jetzt mir, 5 Kilometer über meinen Kopf zu fliegen. Was überhaupt keinen Sinn mehr gibt. Warum ist der so hochgeflogen? Er hat doch dann nichts anderes gemacht als vorher. Warum ist der jetzt auf einmal so mega hochgeflogen? So einfach mega. Aha. Habe ich jetzt wieder mehr Punkte oder was? Bin sehr verwirrt. Das war der 1 doch nicht, oder? Wieso kommen die denn von der Treppe hier? Das ist ein richtig beschissener Punkt. Weil ich die einfach nicht so leicht an die richtige Stelle bringen kann, wenn die von der Treppe kommen. Ja, ich hab's! Seht ihr es da unten? Warte, ich mache ESC. Hier. Auslöscher. ESC ist dem Spiel egal. zurück zur Lobby. Wir werden nicht vergessen und ciao.